Willkommen zurück zur Folge 15 von Vampire's Dawn 2, was bisher geschah. Unser Framing-Opa erklärt uns, wie Zeit funktioniert. Ja, daraus deduziert sein Enkel dann erfolgreich, dass es bereits vorher eine zweite oder eben erste Weltumformung gegeben haben muss, die zwischen dem Heiligen Kreuzzug unter Vincent Waynard und den Ereignissen von Vampire's Dawn 1 Gleichstand herstellt. Aus Mestor muss unser Vampir-Trio aufgrund eines zu hohen Sicherheitslevels leider unverrichteter Dinge abreisen und entschließt, sich in Syras zu verdingen. So identifizieren sie den Schafsdieb als Wolf, den wir sofort richten, kaufen uns ein paar Särge beim Sargverkäufer Stan und beklauen ihn direkt danach. Danach gibt es eine Lagebesprechung mit Jinai, der uns nahelegt, erst einmal die nahegelegene Burg Varys zu erobern, die Wachen in Mestor stellt. Dazu müssen wir erst einmal Söldner anheuern. Unsere Aufgabe ist dann, die Welt zu erobern. Doch bevor wir das machen, werden wir erst einmal von einer Menge Tutorials heimgesucht. Schön, dass ihr wieder mit von der Partie seid. Und hier steht er, unser neuer, frisch gebackener Chefstratege Ronak. Schaut, schaut. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihm dieser wichtige Schritt auf der Karriereleiter geglückt ist und gratuliere zur Beförderung. Ebenfalls hier befindet sich diese Weltkarte, die aber nicht nur zur Dekoration, sondern es handelt sich dabei um das Eroberungsmenü. Wir haben nämlich hier in Rot eingezeichnet unser kleines Vampirkönigreich. Das Ziel ist es jetzt, das ein wenig auszuweiten, denn wir sehen hier in Gelb hinterlegt der Bereich des Clans der Heiligen Krieger und die schwarzen Gebiete stehen unter der Fuchtel von Ghadar und Gorgoth, also den Elras-Magiern. Unser Ziel ist es jetzt, diese gesamte Karte rot zu färben, nicht indem wir großzügig Blut verteilen, wobei das sicherlich auch ein Teil davon sein wird, so wie ich Vampire's Dawn kenne. Nein, wir müssen Burgen erobern. Und zwar alle. Dazu brauchen wir Einheiten, die ihr im unteren Seitendrittel seht, oder Bildschirmdrittel seht, besser gesagt. Und wie ihr da ebenfalls entnehmen könnt, habe ich davon sage und schreibe 0. Ich weiß nicht, was das für ein Eroberungsstreifzug sein soll mit 0 Kriegern. Ich nehme aber nicht an, dass das mit der geringen Mannstärke von Erfolg gekrönt ist. Das heißt, unser nächstes Ziel ist hier ein wenig zu staffen. Wir müssen ein bisschen Recruiting betreiben, unsere Personaldecke, dünne Personaldecke ein wenig aufbessern. Und da ich ja schon gesagt habe, dass ich ein möglich friedliebender Vampir sein will, also wir werden wahrscheinlich sehr viele Menschenleben auf dem Gewissen haben, aber ich möchte keine Menschen in Vampire verwandeln. Daher habe ich mich dazu entschieden, das mit Söldnern und Werwölfen zu tun. Werwölfe stehen mir, soweit ich weiß, jetzt noch nicht zur Verfügung, aber ich kann Söldner anheuern. Und ich würde mal sagen, das ist eines der nächsten Ziele, die unsere Party hier verfolgt. Doch bevor ich das mache, gehe ich nochmal eben in den dritten Stock. Erinnert euch, ich habe nämlich 30 Lernpunkte zu vergeben. Lernpunkte finde ich einen sehr interessanten Begriff, die sich jeweils auf 18 Fähigkeiten mappen lassen und in 3 Ausbaustufen zur Verfügung stehen. Jetzt sage ich mal, braucht man nicht die größten Mathematik-Skills, um herauszufinden, dass 18 mal 3 größer ist als 30, es ist nämlich 54 und somit muss ich mich entscheiden, ob ich mich auf einige Bereiche spezialisiere, andere dafür gar nicht skille oder halt eben allen Skills so eine bestimmte Grundmenge von 1 bis 2 Skillpunkten gebe. Dann aber letzten Endes nicht eine Fachspezialisierung in den Bereichen erziele. Ich habe euch da mal gefragt, weil ihr wisst ja, ich bin, wenn man mich da alleine lässt, in der Regel nicht besonders gut drin. Deswegen habe ich die Experten in meiner Kommentarsektion und im Discord, also euch, gefragt, was ich denn da am besten skillen möchte. Und ich weiß ja, dass ich die weltbeste Community habe, aber die Rückmeldung hat mich wirklich komplett überrascht, denn in der Kommentarsektion haben sich sehr viele gemeldet, aber in meinem Discord gab es wirklich seitenweise Diskussionen, was für meinen Spielstil individuell auf mich zugeschnitten die wohl beste Skillung ist. Und am Ende habe ich jetzt einen Vorschlag von meiner Community erhalten und möchte jetzt einfach mal ein paar Namen nennen, denn ich bin wirklich happy darüber. Vielen Dank an dieser Stelle an Olli, Mighty Mufflon, Lebi Punk, Kenpachi Graves, Kyodai, Fonzels Box One, Marflash, Lianora, It's Contra AT, Predasma, Thomas und Hastrika. Sorry, falls ich irgendwen vergessen habe, aber vielen Dank für eure Unterstützung. Das hat mir wirklich sehr geholfen, denn ich habe jetzt ein wirklich, also es kommt ja von euch, es muss ja perfekt sein, eine perfekte Skillung. Ich habe so um die 90 Seelen, glaube ich. Das heißt, ich kann bei einem Seeleninvest von 25 Seelen pro Skill, ich kann sowieso nur Level 1 skillen im Moment, aber ich kann mit einem Seeleninvest von 25 das Ganze jetzt erreichen. Heißt, ich muss mich jetzt am Anfang, bevor ich einige Monstergegner töte, erstmal 3 auswählen. Und da hat man mir empfohlen, Schatzmeister, Jäger zu nehmen und ich habe das jetzt schon wieder vergessen, wie das heißt, das untere hier, Gestaltwandler, genau. Deswegen nehme ich das jetzt mal, Gestaltwandler, Jäger und Schatzmeister. Wo ist das denn? Mal gucken, ja, müssen wir jetzt, das ist Schlösser knacken. Ah, hier mit dem Geld.
Da habe ich nicht so wirklich erkannt. Das erhöht auf jeden Fall die Steuereinnahmen. Und das ist auch, glaube ich, unser nächstes Ziel, mal zu schauen, wie wir die Steuereinnahmen an uns reißen. Ich habe gehört, es gibt hier jemanden, der uns das im Erdgeschoss, glaube ich, übermittelt. Oder Jinai selbst. Ja, was ich auf jeden Fall sagen möchte, ne? Ich will ehrlich mit euch sein, ich habe das Ganze schon mal gespielt. Ne? Es ist mal wieder passiert, dass eine Aufnahme total verkackt ist, nämlich nicht nur von, ich glaube, ich habe jetzt 1,5 Stunden gespielt oder so um den Dreh und das ist alles futsch. Das heißt, ich weiß, was passiert. Das ist keine blinde Folge. Ihr könnt euch denken, wie happy ich war, als ich dann eine meiner Meinung nach echt gute Folge aufgenommen habe. Fast zwei, glaube ich, vom Material her. Und dann feststellen musste, top, hat er nicht mitgeschnitten. Ich darf alles nochmal neu machen. Deswegen verwundert euch nicht, wenn ich hier ein bisschen mehr streamlined durchgehe als sonst. Ich bin immer noch der verplante Typ, der es nicht auf die Reihe kriegt. Aber hier auf jeden Fall haben wir dieses Schatzgebiet. Okay, das sieht mir hier ganz nach einer großen Schatzkammer aus. Leider vollkommen leer. Aber nicht mehr lange. Hast du irgendetwas vor, von dem wir nichts wissen? Ihr kennt mich doch. Was für eine unnütze Frage. Egal, was du auch vorhast, es wäre besser, du informierst uns darüber. Habe ich etwa gesagt, ich habe etwas geplant? Keine Sorge, ihr wisst, was ihr wissen müsst. Ja, Asgazet, weiterhin Zwietracht. Ja, so richtig schön am Brand. Und die Zickerei zwischen Weiner und Asgar geht auch in dieser Folge weiter. Es ist ja schön. Genau, aber letzten Endes, hier kam ich nicht weiter. Also ich habe mir wirklich einen Wolf gesucht beim ersten Recording, das ich gemacht habe. Ich habe niemanden gefunden, der mir hier in irgendeiner Form weiterhilft. Wahrscheinlich kann ich das Ganze noch nicht abrufen. Ah, Meister, hier könnt ihr eure Gruppe mit Mitstreitern auffüllen. Ja, ich habe aber keine Mitstreiter. Mein Rekrutierungsprozess ist noch nicht losgelaufen. Aber ja, ihr seht hier, Vampirkrieger, Vampirmagier, Vampirlord, Vampirlady, Vampirmagierin und Vampirkriegerin. Wahrscheinlich sind die Vampirlords die besten und ja, mein Problem ist leider jetzt an der Sache, dass mir nur diese zwei Einheiten zur Verfügung stehen, nämlich der Söldner und der Werwolf. Von beiden habe ich ebenfalls null. Ein weiteres Bonbon gibt's hier unten. Oh, richtig schöne Dekoration hier. Nett hier. Na, wenn das mal keine Folterkammer ist, dann weiß ich auch nicht. Ah, Asgar ist direkt hin und weg. Ja, direkt mal ausprobieren hier. Auf jeden Fall schon mal benutzt worden. Das Blut ist rot, das heißt, so lange her darf es gar nicht sein. Oder so ein bisschen, vielleicht haben wir auch einfach mit so einem Pinsel so drüber gemalt, um das für Asgar so ein bisschen heimeliger zu machen. Da liegt aber niemand auf der Streckbank. Ja, wir könnten ja Asgar mal da drauf trapieren. Der ist ja gewohnt hier. Also ich meine hier, ne, wie ist das mit dem Blutgeistertum? Er ist ja Qualen gewohnt. Immer ein bisschen an Asgar rumexperimentieren. Mal gucken, was die Schalter so machen. Ein bisschen den guten Assi-Boy. Assi-Chan. Ja, mit den Kosenamen ist ganz furchtbar bei mir. Ich habe aber jetzt auch die Möglichkeit, dieses Regal ist voller Bücher über Folter. Essentielles Wissen, wie ich finde. Ja, ist es schön. Asgar ist wieder on brand. Ich habe jetzt die Möglichkeit, diese Bücherregale anzusprechen. Ich lasse es aber mal bleiben. Heilfiole halten. Ich habe mir jetzt auch nicht gemerkt, wo diese ganzen Secrets sind. Auf jeden Fall finden wir hier, werden wir dann wahrscheinlich im weiteren Verlauf irgendwelche Gefangenen haben, die wir dann, weiß nicht, was das uns bringt, das Foltern, wahrscheinlich Informationen ausquetschen oder sowas. Ansonsten habe ich hier nicht wirklich gefunden, was wir tun können, beziehungsweise eine Sache habe ich doch noch gefunden. Und zwar, wenn man jetzt hier mal lang geht, ich muss es irgendwie dann doch herausfinden. Aha, hier geht es also unten lang. Genau, wo es darum geht, was echt lange gedauert hat, bis ich das gecheckt habe, man kann hier rausgehen. Und mir wurde gesagt, dass ich so in östlicher Richtung etwas finde. Ne? Zum Beispiel, jetzt gibt es hier dieses Haus. So, in meinem eigenen Schloss soll also ein Dungeon sein, von dem ich noch nie etwas gehört habe. Schauen wir doch mal, ob wir den Eingang finden. Das war bei mir Trank der Ewigkeit. Der für mich absolut notwendige Wink mit dem Zaunpfahl, dass sich hier irgendetwas befindet, was man dann doch mal gucken soll. Hier ist ein Luftzug. Da scheint etwas hinter dem Regal zu sein. Lass es uns von der Seite wegschieben. Ja, Vampire's Dawn ist ja sonst nicht immer gut mit den Hinweisen, die total offensichtlich sind, aber in dem Fall haben sie es mir recht einfach gemacht. So, wenn ich aber jetzt hier runtergehe, was haben wir denn hier? Hier ist ja tatsächlich ein Dungeon. Na, dann halten wir besser Ausschau nach dem Bruchstück.
Ich habe diesen Totenkopf da oben gesehen und ich weiß nämlich Folgendes. Und zwar, ihr habt mir ja auch die Empfehlung gegeben, Söldner frühzeitig zu kaufen. Ab Level 10 werden die nämlich deutlich teurer. Ich glaube, bis Level 10 haben wir so eine Art Preisstabilität in den Verhandlungen der Verträge. Und dann sozusagen steigert sich der Preis für jeden Söldner ins Maßlose. Zumindest in das, was ich mir jetzt mit meiner geringen Mannstärke nicht finanzieren kann. Deswegen gehe ich da jetzt erstmal nicht weiter. Ich weiß aber, wo es für mich weitergeht. Und zwar auf dem Weg zum Söldnerwald gibt es nämlich noch etwas, was getriggert wird. Es ist also, ich finde es gar nicht gut, dass das Let's Play jetzt nicht blind ist. Ich hätte es euch am liebsten so serviert, aber das ist der Lauf der Dinge. Es tut mir sehr leid. Aber ihr kennt es inzwischen, ich lese Briefe vor. Ha, ich brauche Hilfe. Ich weiß nicht, ob diese Codes funktionieren. Wenn nein, könntest du mir die richtigen Codes schicken. Danke. Alles Glätte in Menschen verwandeln. Wenn ihr auf dem Friedhof bei Askersburg seid, verwandelt euch in einen Wolf. Sprecht jedes Grab an, gebt per Tastatur Rap Leckram. Wahrscheinlich ist das Name umgedreht Marcel Bar. Das muss passieren, bevor ihr euch zurückverwandelt. Unverwundbar und Zauber. Du musst mitten im Spiel, du kleiner Rapper, 22 eingeben. So bist du unverwundbar, in Klammern Gott, und hast unendlich Blut. Wenn du alle Zauber freigeschaltet haben willst, gib mitten im Spiel Need Ghetto ein. 2000 Kilogramm Silber im Spiel Essen eingeben, ohne Anführungszeichen. Leider bist du einem Scherz zum Opfer gefallen. Die richtigen Cheatcodes lauten: Nix gibt's, keine Cheats da, und wo nichts ist, kann auch nichts werden. Allerdings bezieht sich das selbstverständlich nur auf Vampire's Dawn 1. Dazu muss ich sagen, es ist technisch gar nicht möglich, Tastatureingaben zu registrieren im RPG Maker. Es gibt, glaube ich, eine Sache, wo das funktioniert, wo ich mir aber nicht sicher bin. Und das ist sozusagen dieses Name Entry, wo du den Namen deines Helden eingeben kannst, was in Vampire's Dawn ja keine Verwendung findet. Aber, achso, ansonsten gab es den Tastatur-Patch, aber ich glaube nicht, dass Vampire's Dawn den nutzt. Soviel zur Trivia. Hi, sie haben auf ihrer Homepage geschrieben, dass man 200 Stunden fürs Durchzocken von Vampire's Dawn 2 braucht. Boah, bitte nicht. Willkommen zurück zu Folge 280 von Vampire's Dawn, was bisher geschah. Und dass man XXX-Bilder zu sehen kriegt. Boah, stimmt das? Ja, natürlich stimmt das. Es gibt einen geheimen pornografischen Content, wo Asuka mit Ronak schläft. Ja, das ist richtig. Um Elaine nackt zu sehen, muss man aber erst ein kleines Zugangstool ins Vampire's Dawn 2-Verzeichnis kopieren. Das ist aber kostenlos, sehr ehrlich. Oh Gottes Willen. Also Vampire's Dawn irgendwie Nude-Patches oder sowas, weiß ich ja ehrlich gesagt nicht, was das soll. Aber ich muss dazu sagen, das war ja damals die Zeit, ne? So um die Jahrtausendwende, beziehungsweise war ja 2005, aber wir erinnern uns alle daran an diese Lara Croft Tomb Raider Nackt-Patches, die dann irgendwie kolportiert wurden. Furchtbar. Sollen wir doch einen Brief lesen? Ja. Ich hätte einen Tipp für dich. Ich weiß, das ist dein RPG, aber mein Tipp wäre, dass du nicht so viele Vögel ins Spiel machst, weil ich habe es mit einem 166 MHz PC getestet. Chapeau, das war auch im Jahre 2005 noch sehr langsam und es hängt ziemlich an deiner Stelle. Wenn du genug Zeit hast, kannst du eine Version für schnellere PCs machen und eine für langsamere PCs. Danke für den Tipp, aber ich fürchte, es ist mir nicht gelungen. Nein, nicht noch ein Brief. Genau, ich, ganz ehrlich, ne, wenn du, ich weiß nicht, ob die, sozusagen die ornithologische, weniger deutliche ornithologische Bekleidung der Spielewelt dazu führt, dass das wirklich merklich schneller ist. Und wenn ein Rechner irgendwie selbst ein RPG Maker 2003 Spiel nicht hinbekommt, dann würde ich mal sagen, auch im Jahre 2005 war es nicht teuer, den aufzurüsten. Aber ja, ich hoffe, dass derjenige, der diesen Kommentar geschrieben hat, inzwischen imstande ist, das Spiel mit der aktuellen Hardware zu spielen. Ansonsten Respekt sozusagen dafür, dass der Computer mit einem sehr maßen langsamen Prozessor noch läuft. Ich gehe jetzt hier runter und ja, da kommt jetzt währenddessen. Verflucht, nun sind wir doch in ein Unwetter geraten. Das wird unsere Fahrt ein wenig verlangsamen, aber zum Glück gibt es nur geringe Wellen. Das Gewitter wird schon noch vorbeiziehen. Asmus geht es schlechter. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir kommen bald an. Die Heiler werden ihm helfen können. Asmus ist stark. Er wird es schaffen. Ich hoffe es mal. War das Asmus? Verflucht, was geht da vor? Saron, das Schiff wird angegriffen. Von Wesen aus dem Meer. Was zur Hölle? Lyria, helf bitte den Matrosen. Natürlich. Also mit dir, Sir Aaron. Du bist doch einer der legendären Krieger, die laut Sir Asmos Beschreibung doch die Elras Magier besiegt haben. Da haben wir noch ein paar Heiltränke im Lady Lyria. Die werden uns helfen. Drei Heiltränke erhalten.
Und jetzt kann ich speichern. Und hier seht ihr ihn bereits. Den Speicherstand. Na, toll. Genau den Speicherstand, den ich hier jetzt letzten Endes beim letzten Mal hatte und den ich jetzt auch wieder überschreiben werde. Genau, also ich befinde mich jetzt hier. Kümmert euch um die Monster, Nyria. Man will mich immer noch nicht mit der Inneneinrichtung dieses Schiffes spielen lassen. Na gut, finde ich okay. Was sagt er denn? Ne, er sagt nichts. Er ist, schaut wie gebannt hier in die Richtung. Helft den Matrosen, Nyria. Hier, nimm mal diese Heiltränke. Heilflaschen erhalten. Zwei Tränke der Ewigkeit erhalten. Das habe ich beim letzten Mal nicht gecheckt, dass man ihn noch ein zweites Mal anreden kann. Was sind das denn für Viecher? Lasst sie uns vernichten. Ja, die gute Wache ist übrigens die gleiche Wache, die ich bisher in der Party hatte. Mein Companero, der immer noch keinen Namen hat, das finde ich ist ein handfester Skandal. Und was der Messerwurf kann, das habe ich auch herausgefunden. Und zwar genau das. Das klappt nicht immer, das Ding hat eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit, aber das ist Death sozusagen, also Sudden Death für diese Gegner. Und ja, was ich wirklich hier tun muss, ist diese Gegner zu besiegen. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als jetzt hier kraftvoll auf die drauf zu hacken. Ja, ich habe mal Glück, fantastisch. Also, es gibt diese Invasion dieser Monster. Ich finde, die sehen so ein bisschen aus wie so dieses fliegende Spaghetti-Monster. Was ich aber weiß, ist, ihn hier muss ich mal ansprechen. Er hackt diesen elenden Kreaturen die Köpfe ab. Gute Idee, nichts lieber als das. Nehmt noch diese Heiltränke. Die Heilflaschen erhalten. Zwei Tränke der Ewigkeit erhalten. Danke. Lasst sie leiden. Verdammt, der Angriff kam völlig überraschend. Ihr seid doch fürs Kämpfen ausgebildet. Also schwingt keine Reden. Die Hölle mit ihnen. Genau, Matrose, wir packen da jetzt an. Und ja, die einzige Möglichkeit, hier wirklich weiterzukommen, ist, diese Viecher zu besiegen. Ich drück's mal so aus, sie sind für mich kein Problem. Und ich habe wirklich Glück. Es klappte bei mir so jedes dritte oder vierte Mal, dass ich das genutzt habe. Dreimal in Folge ist auf jeden Fall das Glück des Untüchtigen. Aber ihr seht, die spawnen hier wie Sau und die muss ich alle besiegen. Jetzt haben wir es mit zwei zu tun. Die sind nicht besonders schwer zu besiegen. Die haben aber zwei Tücken. Ah, ich habe heute ein Glück. Ja, ist das fantastisch. Genau, die haben zwei Tücken. Die können zwei Angriffe. Einer macht blind. Und ein anderer Angriff macht blutend. Ich habe gegen beides keine Mittel. Ja, so. Irgendwann musste mein Glück auch mal zur Neige gehen. Genau, die machen blind und es ist insbesondere dann ätzend, wenn beide Charaktere blind sind. Denn, ja, dann dauert das echt fucking lange. Ansonsten blutend, ihr denkt jetzt, gut, die sind keine Vampire, wenn die ein bisschen Blut verlieren, ist ja nicht schlimm. Weil das auch HP abzieht. Und daher ist es ein ziemlich ätzender Skill letzten Endes. Aber ja. Ich würde mal sagen, ich mache Folgendes. Es ist wirklich nicht sehr spannend, was hier jetzt gerade passiert. Sondern ich muss wirklich diesen einen Gegnertyp eine bestimmte Anzahl an Kämpfen lang besiegen. Dann spawnen keine neue mehr und dann habe ich es eben geschafft. Daher würde ich Folgendes mal vorschlagen. Ich springe jeweils an die interessanten Punkte. Ich weiß, dass es gleich auch noch ein Level abgeben wird, was beiden Charakteren eine sehr interessante Fähigkeit beschert. Ich würde sagen, wenn das der Fall ist, sprechen wir uns. Ansonsten versuche ich mal, diese Matrosen zu erwischen, damit wir genau wissen. Und genau, jetzt ist er blutend und das zieht mir HP ab und eben auch Blutpunkte, aber davon hat er keine. Was aber interessant ist, dass beide Status, wie der Plural korrekterweise heißen muss, ändern sich oder sind sozusagen nach dem Kampf wieder repariert. Das finde ich nicht verkehrt. Und daher persistiert das nicht weiter. Ich halte die Monster auf, die runter wollen. Wenn auch nur eins der Viecher zu Asmos kommt, bist du erledigt. Nyria, so kennen wir dich ja nicht. Keine Sorge, ich halte alle auf. Wir dürfen den Monstern keine Chance lassen. Strecken wir sie nieder. Ja, ihr seht, wie viele von diesen Pappkameraden das hier inzwischen sind. Ja. Ihr wisst Bescheid. Ich habe jetzt das hingekriegt, was ich in der letzten Folge nicht ein einziges Mal hingekriegt habe, nämlich, dass einer meiner Charaktere verstorben ist. Fantastisch. Aber im zweiten Mal läuft es nicht ganz so rund. Aber ja, ich versuche hier mal, sie hier noch anzusprechen. Eklige Viecher, an mir kommt keines vorbei. Wer, wenn doch? Nyria, warum so herrisch? Das verstehe ich nicht. Naja. So, damit steigt der Level Ritter auf Level 22 auf und lernt Erste Hilfe. Das ist fantastisch aus dem Grund, da wir jetzt nämlich die Möglichkeit haben, Blutung zu heilen. Der Skill kann sonst nichts anderes, sondern nur Blutung heilen. Das heißt, da kriege ich keine HP von.
Aber auch Nyria ist nicht sehr weit von dem Level-Up entfernt. Und auch da gibt es, kann ich jetzt schon mal spoilern, einen relativ guten Bonus. So, und damit ist es soweit. Nyria auf Level 22 und lernt Kräfte sammeln. Kräfte sammeln ist ein sehr, 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 sehr guter Zauber. Und zwar kann ich damit meine LP vollständig generieren, regenerieren. Ein bisschen so ein game-breakender Spell meiner Meinung nach. Im Kampf sorgt es dafür, dass ich meine Kräfte stärke. Das heißt, ich habe eine größere Angriffskraft. Kann mich also selbst so ein bisschen buffen, wie man das so schön sagt. Aber ihr seht ja gerade, was da losgeht, ne? Also, hier haben wir wieder ein Segment, wo wir sehr viel kämpfen müssen. Solche Monster habe ich noch nie gesehen in 10 Jahren als Matrose. Das ist jetzt unrelevant. Tot sind sie besser. Tot schmecken sie mir besser. Ich darf den Monstern keine Chance lassen. Strecken wir sie nieder. Ja, die rennen so ein bisschen panisch durch die Gegend, aber so wirklich Hilfe tun die uns nicht an. Das scheint mir jetzt der letzte Kampf zu sein. Also ja, wie ihr seht, ich habe jetzt unseren lieben Freund, den Ritter, nicht wirklich geheilt. Bisher, weil auch ehrlicherweise jetzt gerade nicht so viel... Die tun mir gar nicht so sehr weh. Wahrscheinlich werde ich ihn jetzt an den Tod verlieren. Nein, geht. Also, das war die Mission. Wir haben jetzt alle dieser Gegner niedergestreckt. Sieht so aus, als hätten wir es geschafft. Ich finde dieses Grinsen von ihr ein bisschen out of place, weil die Sache ist die, wenn man ja normalerweise lacht, ja, dann lachen die Augen mit. Ja, und sie macht aber... Das ist so ein Passfoto-Grinsen letzten Endes, so ein Bewerbungsgespräch-Grinsen. Ne? Also es ist nicht wirklich ein ernsthaftes, freundliches Lachen. Ich weiß nicht, ob Nyria das überhaupt kann. Mit anderen Fähigkeiten wäre das kein Wunder. Ich nenne unseren Ritter mal Esteban. Ich verpasse ihm mal einen Namen. Er heißt jetzt Esteban. Mann, war ich gut, wie ich die alle fertig gemacht habe. Unglaublich. Wenigstens habt ihr Selbstbewusstsein, denn könnt ihr nicht. Och, Nyria. Sei doch nicht immer so fies zu den Leuten. Ja, ich weiß, es war ein Versehen. Wo die wieder herkamen, wir sollten schnell weiterfahren. Habt ihr einen Anker gelegt, oder was? Ihr wisst schon, dass ihr trotz Monster-Inversion weiterfahren könnt. Ihr müsst da jetzt nicht anhalten. Wenn man sich auf dem Transportmittel bewegt, kann man auch kämpfen, obwohl sich das Ding bewegt. Das sehe ich genauso. Nyria, wenn du das genauso siehst. Danke für eure Hilfe, nehmt das als Dank. Schutzringe halten. Ja, ist nice, danke. Zum Glück ist es vorbei. Jetzt können wir wieder an die Arbeit. Ich mach mich schon mal hübsch. Nyria, wie war das jetzt mit dem Empowerment? Wir haben die erledigt. Wir? Sah ihr danach aus, als hättet ihr euch nur ziellos auf dem Schiff bewegt und euch schön rausgehalten. Blödsinn, das war alles Taktik. Natürlich. So, ich glaube, das war's soweit. Ich spreche nochmal mit ihm hier. Mit ihm habe ich noch nicht gesprochen. Und die wieder herkam. Doch. Sorry, habe ich. Nochmal mit ihnen hier. Dann machen wir aber ein bisschen vollständig hier. Komm mal, was haben die denn zu sagen? Jetzt können wir endlich weiter. Lieber weg von hier, bevor noch Nachschub kommt. Ja, das wäre zu empfehlen. Ja, ich weiß, dass das Frischwasserfässer sind. Habt ihr sehr gut gemacht. Nehmt ihr es als Dankeschön für eure Hilfe. Matrosenmütze erhalten. Gut. Vielen Dank. So, jetzt. Bevor ich aber weitermache, mache ich mal Folgendes. Ich unterbreche an der Stelle, nicht um die Folge zu unterbrechen, sondern einfach, weil ich immer noch so ein bisschen Angst habe, dass er jetzt schon wieder nicht aufgenommen wird und ich jetzt komplett, meinen Seelenhaushalt runterspüle und extrem traurig bin, wenn ich wieder feststelle, dass ich diese Folge zum zweiten Mal falsch aufgenommen habe. Deswegen checke ich das mal eben. Es sieht weiterhin gut aus. Das ist schön. Das mit der Aufnahme hat geklappt. Dann bin ich zuversichtlich, dass auch diese Aufnahme klappt. Weiter geht's hier. Also, der lässt uns noch nicht runter, bevor wir mit Sir Aaron gesprochen haben. Habt ihr die Kreaturen vernichtet? Ja, ich habe alle getötet. Eklige Viecher. Aber eure Matrosen waren ja nicht gerade die Meister im Kampf. Ihr habt uns ja gerettet. Ich wusste, dass man sich auf euch verlassen kann. Und du, tapferer Krieger, Esteban, bekommst auch eine Belohnung, sobald wir in Burg Horan angekommen sind. Er ist jetzt wirklich fast schon sowas wie ein fünftes Partymitglied, der Gute. Ne? Also, wir haben zwar, glaube ich, der die fünftmeiste Screentime hier hat. Ja? Also ich habe länger mehr Zeit mit ihm verbracht, als jetzt mit Sir Asmos, glaube ich. Vielen Dank, Sir Aaron. Es ist mir eine Ehre, an Lady Nyrias Seite zu kämpfen. Er ist auch ein guter Typ. Ich mag ihn. Ich mag unseren Esteban. Ja, dann können wir endlich weiter. Ja, man weiß, Schiffe fahren immer diagonal. Nein. Man muss sagen, der RPG-Maker hat
kennt nur vier Wege. Das heißt, du kannst nach Norden, Westen, Süden und Osten fahren, aber nicht in die diagonalen Richtungen. Das unterstützen die RPG-Maker-Sprites nicht. Es wäre also sehr aufwendig, das jetzt so umzusetzen, dass man halt eben auch diagonal fahren kann. Deswegen ist das völlig okay, aber ihr kennt mich ja. Immer ein bisschen klugscheißen hier. Wir sind angekommen! Das La Zalantin ist wirklich ein wunderbares und schnelles Schiff. Sind Schiffe nicht in der Regel weiblich? Also die La Zalantin? Irgendwie? Weiß nicht. Schnell, wir müssen Asmus zu einem Heiler bringen. Burg Horan liegt ein wenig westlich von hier. Wir haben es gleich geschafft. Ja, haben wir. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt irgendwas erkunde, bringt sich ja nichts, gehe ich mal Richtung Burg Horan. Und hier sehen wir wieder hier so einen ornithologischen Ressourcenverschwender. Da ist derjenige mit dem langsamen Rechner wahrscheinlich hoch erzürnt. Es trägt so Atmosphäre bei. Hey, schaut mal, wer da kommt. Das ist der Aaron und eine süße Lady. Sie haben einen Verwundeten dabei. Schnell, lass sie rein. Asmus, halte durch. Wir sind gleich da. Diese Wunde brennt höllisch. Jetzt stell dich nicht so an. Du hast schon Kraftmarsch durch den Wald gemacht. Gleich hast du es geschafft. Ich fürchte, das sieht nicht gut aus. Warum kann dann nicht zur Abwechslung mal was klappen? Die Wunde wurde wohl mit einer magischen Waffe zugefügt. Sie war verflucht oder vergiftet. Jaina, du elende Hexe, ich hasse dich. Wer ist Jaina? Die Hure, die uns angegriffen hat. Okay, jetzt benutzt sie selbst auch schon aufgeladene Begriffe. Ich muss sagen, das hat sie vielleicht in der kurzen Zeit mit Aska gelernt. Woher kennt ihr ihren Namen? Sie weint. Ich weiß es nicht. Darüber sollten wir uns noch unterhalten, meint ihr nicht? Ja, Sir Aaron, du mit deiner Flirt-Taktik hier, mit dem direkt mal angraben beim ersten Vier-Augen-Gespräch, hast ja wirklich dich von deiner besten Seite gezeigt. Jetzt kümmern wir uns erst einmal um Asmus. Ich kann leider nicht viel für ihn tun. Ich brauche die Hilfe der Heiler des Tempels. Wer ist das? Und wo finde ich sie? Nicht weit von hier im Nordwesten befindet sich ein Tempel des Clans. Dort befinden sich unter anderem die heilige Quelle, von der wir unsere Heiltränke schöpfen. Außerdem ist dort auch unser Prophet. Wie bitte? Euer Prophet? Ja, er ist vor kurzem im Tempel aufgetaucht. Natürlich haben wir ihm nicht geglaubt. Wir sollten erst einmal sehen, ob er das, was er prophezeit, auch wirklich eintrifft. Doch wie ich nun feststellen muss, hat er recht. Er scheint nicht verkehrt zu sein und seine Reitschläge zu hören. Von ihm habe ich auch meine Teleportsteine. Ich sollte mir wieder welche geben lassen, man weiß ja nie. Mein Vorrat hier im Schloss ist quasi leer. Warum nimmst du denn auch nur einen mit an deine Person, wenn die doch so klein sind? Ich würde mir eine ganze Weste vollpacken mit Teleportsteinen. Weiß er, wie Asmus geheilt werden kann? Wenn nicht er, dann unsere Heiler selber. Na fein. Sieht so aus, als müsste ihn jemand besuchen und ein Heilmittel für Asmus besorgen. Einer meiner Ritter wird euch natürlich begleiten. Es ist Esteban! Yay! Es ist mir eine Ehre, euch begleiten zu dürfen, Lady Nyria. Gut, dann lasst uns beeilen. Nehmt diesen Brief. Ich habe ihn während der Seereise geschrieben. Konnte eigentlich gar nicht antizipieren, dass die Heiler im Schloss ihm doch gar nicht helfen können. Woher will er das denn wissen? Aber ja, wahrscheinlich einfach so gesagt, die Heiler, ich weiß, die sind nicht besonders kompetent, schreibe ich mal prophylaktisch einen Empfehlungsbrief für die Heiler im Tempel. Er ist für die Heiler des Tempels. Sie werden Bescheid wissen. Viel Glück, Lady Nyria. Aber eigentlich hätte er es nicht wissen können. Ein kleiner Anachronismus hier. Für kein Glück. Ich bin Nyria. Schade. Ich habe gehofft, das kommt jetzt. Und ihr, Sir Aaron, erzählt mir besser, was passiert ist. Das werde ich. Gut. Dann Asmus. Na, Asmus geht's nicht gut. Einen kleinen Powernap gemacht. Finde ich auch eigentlich vernünftig. Besorgt schnell ein Heilmittel. Die Wunde verschlimmert sich. Ich bin bald zurück. Bringt den Brief zu den Heilern im Tempel nordwestlich von hier und kommt mit einem Heilmittel für Asmus zurück. Beeilt euch! Ich mache mir so schnell ich kann. Na, das glaube ich nicht. Heilbalsam erhalten. So, folgendes. Achso, ich habe noch eine Erwähnung, ne? Also ihr seht es hier, ne? In meinem Gesicht. Fragt euch, der November ist vorbei, Mario. Was macht der Schnorres noch in deiner Visage? Ich habe ja angekündigt in meinem November-Video, dass ihr im Übrigen...
krieg's nie hin mit dem Zeigen. Hier oben findet, ne? Verlinkt, falls ihr es noch nicht gesehen habt, würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Ist eine wichtige Sache. Ich habe ja gesagt, ich werde den jetzt graduell mit Restbart auffüllen. Das heißt, der Schnörres, das wird jetzt eine richtig fiese Übergangsphase, wo der Schnörres sehr dicht ist und mein sonstiges Gesichtshaar nicht so. Aber ihr seht schon, 3 Tage Bart, die ersten Stoppeln sind schon akquiriert. Das wird sich jetzt im Laufe des Dezembers nach und nach auffüllen. Irgendwann stutze ich den Schnörres und dann haben wir wieder mein Gesichtsbild, wie ihr das sonst kennt. Für diese Folge kann ich jetzt schon mal sagen, Esteban ist immer noch so ein bisschen damaged. Ja genau, ich heile mich mal ein bisschen. Für diese Folge kann ich Folgendes nochmal sagen. Ich werde in dieser Folge, glaube ich, nichts Kanonisches mehr machen. Ich werde dieses Schloss Horan jetzt mal erkunden. Das ist mir sozusagen das Wichtige jetzt in diesem Moment. Und genau, falls ihr etwas Kanonisches sehen wollt, dann könnt ihr gerne auf die nächste Folge switchen. Ich erkunde Schloss Horan, seine NPCs, spreche mit den Leuten und versuche möglichst viele Geheimnisse zu finden. Schön, dass ihr weiterhin mit dabei seid. Ja, also für diejenigen, die jetzt doch sich entschieden haben, da zu sein. Ich versuche mal strukturell vorzugehen. Beim letzten Mal habe ich mich so ein bisschen dumm angestellt, was das Suchen anbelangt. Zum Glück ist der Aaron hier. Er ist ein großartiger Führer. Wer hat denn die Burg Horan sonst geführt? In der Zeit, in der es Aaron nicht hier ist, befehligt unser Ausbilder unten im Trainingsraum. Er lässt uns aber so viel trainieren, das stinkt ganz schön an. Sag mal, bist du eine Wache, bist du ein Mann oder eine Maus? Oder was ist denn hier los? Ja gut, ich weiß, ich habe mich in der letzten Folge auch schon wieder über das Männerbild ausgelassen und dann so ein Statement. Nein, ihr seid doch Krieger. Das ist doch eure Aufgabe. Dann werdet doch nicht Krieger, sondern macht was anderes. Buchhalter oder so. Das strengt zwar auch an, aber anders. Glaub mir, dafür wirst du irgendwann mal dankbar sein. Danke, Nyria. Na, mal schauen. Ich glaube ja nicht, dass diese tägliche Schufterei irgendwann uns helfen wird. Einen Gegner haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja, da müsst ihr trainieren. Im Infight. Truppenübung. Der kommt noch früher, als du denkst. Ja, ihr müsst kämpfen. Ja, komm jetzt. Ich mache mir große Sorgen. Asmus ist ein sehr guter Kämpfer. Wenn er so schwer verletzt wurde, dann kann das sicher nichts Gutes bedeuten. Da hast du vollkommen recht. Ja, toll. Danke für eure Aufmunterung. Das Leben ist hart. Gewöhn dich lieber daran. Okay, das ist also, ich meine, ich will das Mapping nicht kritisieren, aber das hätte man besser machen können. Also NPC, geh mir aus dem Weg! Lass mich durch! Ach, Kollege! Meine Herren. So. Ich habe jetzt nämlich ein System, Freunde. Säuretrank erhalten. Lecker! Ich hoffe, es steht kein Angriff bevor, aber wenn Asmus verletzt wurde, sieht es nicht gut aus. Du solltest dich lieber darauf vorbereiten. Unser Gegner ist stark. Besser, ich gehe nach unten und trainiere ein wenig meine Kampfkünste. That's the spirit, das ist gut. Der Gegner ist stark, ich muss trainieren, sonst kostet mich das meinen Kopf womöglich. Ich muss darauf achten, dass niemand unbemerkt ins Schloss kommt. Das erscheint sinnvoll. Ja, das ist auch eine wirklich anspruchsvolle Aufgabe. Ja, schön, ich muss dann mal weiter. Ja, wieso? Also, er hat doch recht. Wenn eine feindliche Invasion nicht bemerkt wird, ist die Kacke am Dampfen. So, jetzt. Das ist das, wo ich rauskomme, nicht? Nein. Ah, okay, jetzt sind die Gegner respawned. Gegner. Einheiten. Ihr seid wohl in Eile. Ja, kann man wohl sagen. Nee, sind wir nicht. Asmus wird sterben, wenn ich nicht schnell dein Heilmittel von den Heilern nordwestlich von hier besorge. Vom Tempel, der Berg ist voller Gefahren. Ihr nehmt dies, es wird euch helfen. 2 Heilfeuer. Danke, Bro! Das ist aber sehr nett von dir. Danke. Das ist aber nett. Was hat er zu kommen? Ich frage mich, wann wir endlich eingeweiht werden. Ich will endlich wissen, was passiert ist. Keine Sorge, das erfahrt ihr sicher noch. Ich muss mich aber eilen und ein Heilmittel besorgen. Ich hoffe, ich bin nicht eingerostet. Das wäre vorzuziehen, wenn du das nicht wärst. Was ist passiert? Wer hat Asmus verletzt? Das zu erklären dauert jetzt so lange. Asmus liegt im Sterben. Ich muss ein Heilmittel besorgen. Viel Glück. Gut, okay, also da komme ich jetzt her. Das heißt, von den Leuten an der Oberfläche dürfte ich alle erkundet haben. Dann gehen wir doch mal in dieses Etablissement, wenn der Typ mich wieder durchlässt. Ja, ist immer so ein bisschen eng hier. Kollege, ich mache mir Sorgen um Asmus. Ich hoffe, er erholt sich bald. Das hoffe ich auch. Wenn er stirbt, wird das den ganzen Clan erschüttern. Daran sollten wir nicht denken. Ach Mist, hab ich ja gemacht. Ja. Komm. Ja, ich habe es. Ich weiß es. Ja, du musst weiter.
Ja, dann gehen wir mal hier rein, schauen, was er hier sagt. Ui, ja, guck mal hier. Wir sind alle so nervös. Das ist kein Gegner weit und breit zu sehen. Hochmut kommt vor dem Fall, Kollege! Noch nicht, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis hier eine Menge Elras stehen, die nichts lieber sehen würden, als euch verblutend am Boden liegen. Das glaube ich nicht. Tja, können doch Weiler Asker und Elaine sein, ne? Wenn du meinst, mein Kopf wird jedenfalls nicht rollen. Aufmunterndes Gespräch hier von Nyria, Trank der Ewigkeit erhalten, Alfiola erhalten, Geheimnis gefunden. Ha! I'm on a roll! Ich hab jetzt keine Zeit zu lesen. Das sagst du übrigens bei jeder einzelnen, bei jedem einzelnen Buch, das weiß ich noch. So, Freunde. Dann kann ich euch irgendwie helfen? Nun, ich musste zum Tempel. Zum Tempel? Das solltet ihr auf die Kreaturnacht geben, ist reichlich dort. Am besten, ich gebe euch noch ein paar Tränke mit. Das sind Spezialtränke. Das klingt irgendwie illegal, narkotisch und strafrechtlich relevant. Die dürft ihr natürlich nicht trinken. I'm intrigued. Zwei Säuretränke halt. Okay, Säuretränke. Warum Säuretränke? Warum nicht irgendwie Säureflaschen oder sowas? Aber es sind Tränke. Vielleicht hilft's ja. Vielleicht hat Nyria sich auch extrem basisch ernährt und hat einen extrem basischen Magen. Kann natürlich auch sein. Hätte das mal so ein bisschen Säure, ne? pH-Wert im Magen neutralisieren, indem man so ein bisschen flüssige Salzsäure runterkippt. Kann ich sehr empfehlen. Schon kapiert, danke. Was macht denn ein Säuretrank? Ah, guck mal hier, den weißen Stein habe ich auch gut. Löst die Rüstungen aller Gegner auf. Fantastisch. Wie gesagt, Bücherregal brauchen wir gar nicht erst zu versuchen. Aber hier, Blitzstaub erhalten. Es ist fantastisch, es funktioniert. So, jetzt gehen wir mal in diese mittlere Geschichte hier rein. Aha, ich glaube, hier war ich letztes Mal gar nicht. Oh, tatsächlich. Ach doch, war ich. Was tatsächlich? Eine Frau auf Burg Horan, dass ich das noch miterleben darf. Ich gehe ja besser, das wird mir jetzt so dumm. Das fand ich jetzt nicht schlimm. Er hat doch nur eine Feststellung gemacht, dass es hier eine Frau gibt und das sonst nicht üblich ist, was es ja auch nicht ist. Also ich meine, das kann man ja mal bemerken, Nyria. Muss man nicht außer Haut fahren. Ja. Da gibt es andere Kandidaten hier in diesem Schloss. So viel kann ich schon mal spoilern. Ja, jetzt ist hier wieder diese fantastische Soundkulisse. Frauen im Clan sieht man selten. Genau genommen kenne ich keine einzige Kriegerin. Dann schaue her und staune, denn ich bin Nyria. Naja, eingebildete Tussis kann ich nicht leiden. Die sollen lieber kochen und putzen. Bastardo. Ich meine, Nyria, man muss schon sagen, sie ist schon sehr von sich überzeugt. Ne? Ist aber okay. Ich glaube, wenn du den ganzen... In Thürich war es ja auch so, sie hat die ganze Zeit nur zu hören bekommen, dass sie die schönste Frau aller Zeiten ist. Vielleicht ist ihr das so ein bisschen zu Kopf gestiegen oder so. Ein bisschen demütiger sein wäre nicht verkehrt als Nyria, aber so eine Scheiße muss sie sich auch nicht anhören. Eingebildet? Eingebildet! Pass bloß auf, Freundchen. Jetzt auch nicht, ist sie auch noch. Wohin soll das noch führen? Ja, hoffentlich zu deinem schnellen Ableben. Ja, ist okay. Also, man muss auch sagen, es gibt solche und solche, ne? Der Koch. Habt ihr Hunger? Vielleicht ein wenig. Asmus liegt zwar im Sterben, aber Zeit für einen kleinen Snack habe ich immer. Gut genährt muss sie sein, die Frau von heute. Tut mir leid, das Essen braucht noch eine Weile. Was fragt ihr dann überhaupt? Ja, gute Frage. Ich wollte ja nur höflich sein. Habt ihr nicht irgendetwas Kleines? Und Snacks und Snickers oder so. Naja, nur diesen kleinen Heiltrank. Stillt zumindest euren Durst. Heiltrank erhalten. Ja, fantastisch. Immerhin, danke. Aber selbstverständlich. In etwa 2 Stunden ist das Essen fertig. Bis dahin bin ich hoffentlich wieder hier. Ihr kennt mich doch. Als ob ich das in 2 Stunden schaffe. Mit den ganzen optionalen Dialogen und Cutscenes und so weiter. Ich hab ja gesagt, das wird das erste Let's Play, was dreistellig wird von der Folgenanzahl. Nein, wird's nicht, keine Sorge, so wie ich das jetzt gesehen habe, werden wir wahrscheinlich wieder bei so einer Folgenanzahl von 40 bis 50 Folgen uns einpendeln. Sidequests mache ich vielleicht in einem Stream, das müssen wir mal gucken, der dann natürlich nachhinein auch auf diesem Kanal landet. Aber ja, na, was ist denn jetzt hier los? Ah ja, doch. Das ist hier. Er ist aber weit gekommen. Ja. Nein! Achso, ich habe ihn jetzt 2-mal angesprochen. Ist auch gut. Hier. Ich war so im Fluss. Kurzer Powernap in der Rüstung oder was?
Hey, ich versuche hier zu schlafen, okay? Dazu sollte man aber die Augen zumachen. Danke für die Pro-Tipps, Nyria. Vielleicht sollte man auch die Rüstung ausziehen, aber... Ach, auf meinen Neumarkt liegt die Dame. Verstehe einer die Frauen. Geh dann, mein Lieber, sonst kommt er noch von mir. Und das lässt mich schaudern. Ist auch immer ein Problem, was ich habe. So, das ist jetzt wer anders. Komm. Hey, Milady, was ist mit Asmos passiert? Alle rätseln darüber. Er wurde verletzt von jemandem, den ich hasse. Und dieser Gegner wird bald hier auftauchen. Klingt ja sehr schlecht. Ich sollte mich besser vorbereiten. Das kann jedenfalls nicht schaden. Ja, Krankheitswährung erhalten, ne? Das ist immer fantastisch. Das hätte ich sehr gebrauchen können. Kuriert, glaube ich, auch blind. Genau, wie komme ich jetzt nochmal hier? Ja, wer ist es mit ihm denn? Oh, schweigsamer Typ hier. Was ist los? Ich glaube, ich habe mich gerade in euch verliebt. Das ist sie doch gewohnt aus Thürich. Hey, lauft nicht weg, ich liebe euch. Oh mein Gott. Hier wird gekämpft? Ihr seht ein wenig besorgt aus, Milady. Es gibt auch reichlich Gründe dafür. Aber eine hübsche Dame wie ihr bekommt davon nur Sorgenfalten. Muntert euch auf. Zum Beispiel, wenn ihr mit mir essen geht, unsere Küche ist sehr gut. Unser Koch ist in 2 Stunden fertig, das habe ich bereits erfahren. Wohl kaum. Schade, aber ihr verpasst was, glaube ich. Die Küche oder das Date mit ihm? Übung macht mich zum Meister. Übung. Also die sagen alle was unterschiedlich. Übung macht den Meister. Er ist eher ich-spezifisch. So, jetzt seid ihr dran. Ui. Wie weit kriege ich die beiden auseinander? Kriege ich die noch weiter auseinander? Ah, guck mal hier. Das ist ja natürlich... Ah, guck mal hier. Das wäre jetzt lustig. Sorry, musste sein. Speichersteine halten. 5 Heilflaschen erhalten. So, und jetzt Kapitalismus in Reihenform. Bei mir könnt ihr euch mit einigen Heilmitteln ausrüsten. Wieso verkaufst du mir die? Ich will doch... Das verstehe ich, in Rollenspielen werde ich das nie verstehen. Keine Sorge, es ist keine Kritik an Vampire's Dawn an sich, sondern es ist eine Kritik an Rollenspielen insgesamt. Ich bin die letzte Hoffnung eines eurer Generäle, darauf am Leben zu bleiben und muss mich durch diesen Tempel schlagen, wo ich mich auch frage, warum sie den Tempel genau dahin stellen, wo fiese Monster sind, aber das ist eine andere Frage. Warum gibst du mir diese Heiltränke nicht for free? Warum muss ich mir die mit der Kraft des Kapitalismus erwerben? Aber ja, ich habe hier einige Heilflaschen, noch übrig. Geht und kämpft für den Clan. So, und jetzt, wie kann ich euch helfen, Milady? Es geht nämlich auch anders. Ich wurde zum Tempel geschickt, doch anscheinend ist er nicht ganz einfach zu erreichen. Klingt ganz danach, als bräuchte ihr ein wenig bessere Ausrüstung, was? Das habe ich mir erhofft, ja. Nehmt euch, was ihr gebrauchen könnt. Die Waffen- und Rüstungsständer stehen an der Wand hinter mir. Ich danke euch. Gute Ausrüstung ist die Grundlage für einen erfolgreichen Kampf und Erfolg wünsche ich euch. Gut, ich nehme mir dann einmal etwas aus. So nämlich, genau das meine ich. 2 Stahlhelme erhalten, 2 Stahlschilde erhalten, Clan-Rüstungen erhalten. Das Schöne ist, ich kann das jetzt hier, also ich bin ja so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich weiß jetzt nicht, hier Esteban, unser Companiero, wie lange er noch in unserer Party bleibt. Kann sein, dass er jetzt lange bleibt, kann sein, dass er nicht lange bleibt. Ich rüste ihn aber mal aus. Ich habe ja gesagt, also Nyria braucht die mit Abstand beste Rüstung. Das ist einfach so. Ich tue mir jetzt schwer, wenn er jetzt zum Beispiel nicht da ist. Das Problem ist immer, wenn er dann aus der Party geworfen wird. Weiß ich nicht, ob das Spiel so smart ist und ihn dann entrüstet, dass ich dann die Rüstung quasi von ihm nehmen kann. Das weiß ich eben nicht. Aber der Stahlschild hilft. Ein einfacher Stahlschild. Ich mache es selbst immer falsch, aber das ist wichtig, die Clan-Rüstung 106. Damit kann er ordentlich was, unser fixer Krieger hier, kann ordentlich was erreichen. Den Schutzring, wie gesagt, lasse ich mal. Und ja, die beiden sind mir auch noch... Bitte stört uns nicht, Milady, wir müssen üben. Entschuldigt. Bitte stört uns nicht, Milady, wir müssen üben. Heult sie? Entschuldigt. Ja, ich kann das nicht nachmachen. Ich habe leider keine Zeit für euch. Ich muss trainieren, um für unsere Gegner... Entschuldigt bitte die Störung. Oder soll das so ein Schweißtropfen-Emoji sein? So ein. Ja, er sagt genau das Gleiche. Ist sie nur peinlich berührt oder ist sie komplett aufgelöst? So, jetzt. Genau. So viel dann hierzu. Ich würde sagen,
Genau, hier kann ich weiter nach oben gehen. Das bringt uns nichts. Das haben wir nämlich alles schon erkundet. Jetzt gibt es hier die Möglichkeit. Na? Ich würde sagen, ich habe jetzt den gesamten Dungeon hier, wenn man das mal einen Dungeon nennen will, erkundet. Beziehungsweise ich habe das Erdgeschoss noch nicht erkundet. Das mache ich mal eben. Wohin des Weges, schöne Dame? Ich bin auf dem Weg zum Tempel. Und wenn ihr mir einen Kuss gebt, dann werde ich euch helfen. Kriege ich noch einen zusätzlichen Krieger? Ja, komm her! Hat denn den Soundeffekt selbst aufgenommen? Ach, das war gut. Wie wäre es mit noch einem? Ach, das war gut. Wie wäre es mit noch einem? Wie oft muss ich ihn denn ab... wie lange muss ich das denn machen? Gibt es da einen Unterschied? Okay, ich merke schon, ihr seid eine leichte Dame. Aber das gefällt mir. Nehmt als Dank. Lebensank erhalten. Das wird euch stärken. Danke vielmals. Irgendwie fühle ich mich ganz schön billig. Ja, also, na, was heißt billig? Es ist, war jetzt nicht in Character, was ich gemacht habe. Das muss ich schon zugeben. Ihr solltet alle noch zusätzlich trainieren. Der Gegner ist enorm stark. Hey, sowas lasse ich mir doch nicht von einer Frau sagen. Also, ich bin stark genug. Naja, ich flicke dir deinen Kopf nachher nicht wieder an. Ich kann selber flicken, da brauche ich dich doch nicht. Wenn der Kopf ab ist, dann bist du tot, Bro. Trottel. Ich dachte, ich könnte mir... Also ich meine, ja, wie gesagt, es war out of character, es war nicht gut, es war auch nicht konsistent, was ich da jetzt gerade gemacht habe mit dem, was ich die ganze Zeit erzähle, von wegen Female Empowerment und sowas. Aber ich habe gehofft, dass ich ihn als zweiten Esteban bekomme. Habe ich mir erhofft. War leider nicht so. Tut mir leid. Jetzt habe ich mich völlig umsonst an ihn rangeschmissen. Naja. Solange ihr keine Erlaubnis von Zaron habt, kann ich euch hier nicht runterlassen. Schon gut. Ich habe gedacht, hier geht's weiter. Bin dann letztes Mal nach oben zu Zaron gedackelt. Aber das scheint mir, da scheint es mir runter zu gehen, zu dem, wo die Steintafel ist. Weiß ich nicht. Ne? Ist meine Vermutung jetzt. Habe ich mit ihm schon gesprochen? Ich bin so... Ach ja, doch, habe ich, klar, logisch. Also genau, ich hab erwartet, dass es da rausgeht, aber es geht nur runter zu den Steintafeln, nehme ich an. Und daher geht's für mich da jetzt noch nicht weiter. Wisst ihr Bescheid. Hier geht's nämlich raus. Hey, gibt es einen Grund, besorgt zu sein? Ihr seht ganz danach aus. Glaub mir, das solltest du auch sein. Klingt ja nicht gerade prächtig. Geh trainieren, es ist notwendig, glaub mir. Das werde ich machen. Es gibt echt solche und solche. Ja, es gibt Leute, die eine Blutviole, denke ich mir auch so, ich habe jetzt hier so eine Viole mit Blut. Bin zwar kein Vampir, aber komm, das landet jetzt im Inventar. Ich hoffe ja, dass irgendwann, wer ist denn jetzt was? Dass irgendwann mein Inventar und das von Asgard so quasi so fusionsmäßig fusioniert wird. Oh, so schnell im Tempel der Eile, der Gehirnfurz. Weg ist nicht leicht. Vielleicht ist es besser, wenn ich euch das hier mitgebe. Ich würde es mir nie verzeihen, wenn euch etwas passieren würde. Klammern gehalten. Manchmal ist es doch praktisch, ein hübsches Mädchen zu sein, das in Zeitlupe spricht. Das wird euch helfen, euch gegen die Kreaturen zu verteidigen, die auf dem Berg leben. Ich danke dir. Aber natürlich. Aber ist man sowieso eine Frage, ne? Wo ich gerade davon gesprochen habe, mir mit der Kraft meiner erotischen Anziehungskraft neue Partymitglieder zu schlawenzeln. Warum ist sie denn alleine dahin unterwegs, wenn das doch so gefährlich ist? Können die sie ihr nicht, ich weiß, die wollen die Mannstärke nicht reduzieren, wenn der Angriff des Feindes droht, aber ist Asmos Kleier auf Level Dingens, ist er natürlich ein relativ, sag ich mal, adäquates Partymitglied oder etwa nicht, würde ich doch sagen. So, ich guck mal eben kurz, wie lange diese alte Folge jetzt war. Ah ja, 28 Minuten für die erste Hälfte. Plus, jetzt bin ich so mit 24 Minuten dabei. Ein bisschen was habe ich ja dann wahrscheinlich weggeschnitten. Ergibt nach Adam Riese aber genug Material für diese Folge. Ich habe an dieser Stelle auch beim letzten Mal unterbrochen. Ich hoffe jetzt wirklich mal, das hat geklappt mit der Aufnahme. Ansonsten bin ich auf jeden Fall bedient bis ans Ende meiner Tage. Ich hoffe, euch hat diese zwar nicht blinde, aber dennoch... Nyria, inhaltskampfreiche Folge dennoch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr darüber nachdenkt, mir auch ein Like und oder ein Abonnement auf diesem Kanal dazulassen. Dann freue ich mich, mal zu sehen. Also ich
bin natürlich jetzt sehr gespannt, ob wir Asmus Gaia retten können. Das werdet ihr hoffentlich in der nächsten oder den nächsten Folgen Vampire's Dawn sehen. Würde mich natürlich super freuen, wenn ihr da auch wieder einschaltet. Ansonsten, ja, bleibt bitte gesund. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ja, euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Ciao.